Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Dort auf den Hof fährt jetzt gleich ein Hänger. Und in diesem Hänger ist etwas drin, was ich so noch nicht gesehen habe, lackiert. Drin liegen die Teile, denn unser Diablo kommt zurück. Warum war er im Autos in der Meschede? Er war ja eigentlich im EX-Leben, in der Lackwelt. Oh, das ist krass. Boah. Da wurde er neu lackiert. Da habe ich auch sehr viele Fotos bekommen. Das soll auch sehr, sehr toll aussehen. Amando flext sich gerade wieder Fußnägel neu, weißt du? Er steht jetzt so. Nee, ist okay. Kommt noch Farbe drauf? Ja. Okay. Rot. Hallo! Das ist eigentlich auch ein ganz geiles Auto. Morgen. Du hast frisch den Kopf rasiert. Ja. Was geht? Jeden Morgen. Wild. Jeden Morgen? Fast. Wie lange hält das dann? 2 Tage. Hallo. Hi. Ist sie gut? Ja, die auch. Ja, ich habe eine kleine Frage hierzu. Aus dem Baujahr ist das? 2018. 18. Weil die gibt es ja relativ günstig, ne? Ja, mit dem 4-4er gab es genau. Ja auch Autos, die älter sind, ne? Ja, die fangen an mit Baujahr 15. 14. Was kostet ein 15er Baujahr? Die gibt es schon für 50. Weniger. 45. Ja? Ja, je nach Laufleistung. Ne, mit viel Laufleistung. Nicht viel, kriegst auch schon über 35, 40. Weil das ist ja eigentlich M5-Motor, ne? Genau. Ich habe nämlich so eine Idee für so ein Projekt, weil ich würde gerne so ein Auto mal bauen. Bei Forza ist es ein Auto, was man wählen kann. Habt ihr den schon mal gesehen? Nee. Warte, bleib da. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das lustig finden würdet. Da habe ich nämlich so eine Idee. Geil. Das ist ein altes Auto. Ja, so einer aber. Ja. Was kostet sowas? Der kostet noch weniger. Du kriegst schon ab 15, 20, 15. Ehrlich? Dann mach mal ein Bild rein von dem Ding. Weil sowas fände ich schon geil, wenn man, weil das Auto ist ja ein super schönes Auto, wenn man den aber dann, also die Kupplung müsste man halt aufschneiden bis hier, genau. Und dann das Auto tiefer legt und dann einen Rennwagen quasi rausbaut, also leer räumt, weil der große Motor ist drin, Allradantrieb ist nämlich drin und dann hat man nämlich noch eine Thematik, da habe ich mich schon, ich bin abends immer so am Arbeiten so ein bisschen, müsste man ein Push-Rod-System fahren mit den Dämpfern im Innenraum, weil das Problem ist ja hier, dass der diesen Innen, dass der den Dom hat er so tief stehen. Genau. Und dann hast du kaum Federweg. Mhm. Dann müsstest du quasi den Anlenkpunkt von der Achse nehmen und den Dämpfer dann hinten in den Raum stellen. Das wäre ein bisschen zu viel für mich. Ja, aber ist ja egal, weil das ist ja, dann, also wenn du für 15, 20 und Ding kaufst. Ja, auf jeden Fall. Mega. Wäre ein SUV-Racecar. Und dann die Kupplungsverbreitung halt, also schneid es aus, weil das Problem ist, wenn du hier große Räder machst und tief fliegst, wird das Auto nie gut aussehen, weil das zu lang ist. Das heißt, es muss bis hierhin hoch und dann runter, weil du hast ja hier den Platz. Das war schon cool. Ja. Logisch. Und jetzt hier, ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Hast du noch gar nicht gesehen? Nein. Beim Lackieren war ich dabei, aber ich habe das so noch nicht gesehen. Schon geil. Ja, ne? Mega. Ist gut? Mega. Ja? Auch die Basis ist sehr gut, ne? Ja. Das Auto ist sehr gut. Der Wagen war nämlich bei euch, weil ihr ihn, habt ihr mit Eisstrahl gemacht? Genau, Eisstrahl. Habt ihr ein eigenes? Genau, ein eigenes. Können wir das in Zukunft öfter machen? Ja, klar, gerne. Wirklich? Mhm. Ich hätte das nicht gesagt an deiner Stelle. Ich mach's mal selber. Weil es Bock macht, ne? Bock ich hab's aber auch die letzten Male selbst gemacht, wenn wir das geliehen haben. Aber ich muss sagen, die Geräte, die wir geliehen haben, waren nie so geil. Oder ich weiß nicht genau, wie es geht, weil die Lanze muss ja dementsprechend sein, der Kompressor muss riesig sein. Genau, der muss riesig sein. Es muss alles passen. Weil dann kriegst du das nämlich nicht ab. Ich mach mir so ein bisschen, dass die Fritten fällt und sag, nee, komm, wir fangen an. Aber es ist eigentlich schon vernünftig, weil. Boah. Weil Leute, man darf nicht vergessen, wie alt dieses Auto ist, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Also Zustand ist wirklich für den Italiener. Top. Ey, Amando, komm mal bitte. Guck dir das mal an. So, guck mal. Erinnerst du dich dran, wie das hier ausgesehen hat? Ja. Guck mal bitte. Guck mal, die Stecker alles. Das ist quasi neu jetzt. Das ist wirklich wie neu, ne? Ja. Auch innen, auch die ganzen Stecker. Hm. Das ist halt alles. Ey, Leute, guck mal. Ja. Das ist alles, guck mal, wie das hier an. Geil. Jetzt ist es auch wirklich im Einklang mit dem Lack. Ganz gut. Und dann die neuen Räder, dann haben wir neue Reifen, dann auch. Oh. Geil, ne? Ja, mega. Guck mal da. Ich hab dir ein Bild ja vorher geschickt. Ja, guck mal, der Bremskraftverstärker. Ja, schon. Also aber Zustand ist wirklich gut, ne? Sehr, sehr gut. Willst du kaufen? Ja. Nein. Was wirklich geil ist bei so einem Diablo, dass der halt auch wirklich fährt, ne? Also der fährt noch okay. Noch nie eingefahren. Der fährt wirklich okay. Echt? Was krass ist, wie die Kupplung kommt und wie lang der erste Gang ist. Und wenn du zum Beispiel nur Leerlauf hast, also Standgas, und hast den Gang drin, fährst du leider schon 30, 25. Und der geht richtig vorwärts, weil der Gang so lang ist. Und man kann sehr schlecht langsam fahren damit. Also unter 20 fahren ist sehr, geht nur mit Kupplung, würde ich sagen, so ein bisschen immer wieder treten. Ja komm, hol ihn mal runter. Ja. Setzt du dich rein? Ja.
Ich bin zwar gestern wieder umgeknickt. Das war, guck mal hier. Ne? Guck mal hier. Du kannst dich bald zu Flo legen. Hä? Bitte? Bremse geht nicht. Und wieso geht die Bremse nicht? Kein Sattel. Ach ja, das macht Sinn. Aber über Handbremse kannst du halt dosieren, ne? Ja. Das sieht richtig süß aus, wie du da drin sitzt. Ja, passt. Ja? Ja, passt. Oh, ein Millimeter. Passt? Passt, ja. Könnt ihr mal schieben? Erste Runde im Diablo. Hey! Der Farbton ist geisteskrank. Der Blick hier vorne gerade so rein mit dem ganz frischen Eisgestreifen. Oh. Mega krass. Ich denke, wir sollten den Ventilwechsel einmal noch mal neu machen, ne? Aber nur Fuß, noch ich mache jetzt den anderen Fuß, Fußnägel. Wurde noch zerlegen, Motor? Nein. Nein, ne? Nein. So, also ich bin bescheuert. Also das ist offiziell. Das weiß man auch. Aber das, so doof bin ich nicht. Okay. So, was auf jeden Fall das Hauptding ist, dass der Autofall einfach scheiße ist, weißt du? Weil das ist ja gar kein Auspuff. Auto hört sich auch scheiße an, weil das einfach viel zu laut ist. Ja, ja. Guck mal, der kommt ja mit den Krümmern hier an. Hab ich gesehen. Ne? Und dann geht der da rein, wo die Cuts drin waren. Die hat er rausgenommen. Das heißt, ohne Cuts in da, wo der Dämpfer ist, wo nur noch Rohre sind. Und dann kommt der einfach raus. Und das hört sich einfach, nicht gut an. Ey, krass, vielen Dank. War das viel Übung, bis das so drauf hast? Ja, nicht viel. Ja, okay. Das wird jetzt echt sehr, sehr krass. Okay, und Innenraum ist ja auch schon, glaube ich, wie Dachhimmel ist schon drin. Genau. Boah. Kennst du das, wenn du so ein Auto, du stehst vor so einem Projekt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der fertig zusammengebaut da steht und dass man ihn anmachen kann und ein Kennzeichen dann nochmal fährt los. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nur weil das ist ja schon, ein Diablo in Viola ist ja, das ist ja... Weit weg. Das ist ja ganz weit weg, ne? Also das ist komplett unrealistisch. Boah. Ich finde, es sieht sogar so schon cool aus. Und wenn ein Auto in dem Zustand schon cool aussehen kann, ne? Ich meine, die BMW-Felgen sind schwierig. Aber das jetzt mit einer richtigen Felge und das ist Kunst. Boah. Die Konstruktion, wie das gebaut ist, ist schlecht. Ne? Ja. Sehr schlecht, ne? Einfach. Aber das hier, guck mal hier. Einfach so ein Vierkantrohr. Ja, aber auch wie das Vierkantrohr verbunden ist. Weil, guck mal, das Vierkantrohr, das braucht ja Energie, ne? Also wo es aufgehen kann. Aber die Energie ist ja meiner Meinung nach eher in hier. Aber nee, das passt so nicht. So muss es eher nach außen. Dann denkst du so, was? Wenn da ein Schlag drauf kommt, das Rohr macht hier. Ja, das ist. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du sowas zu tief legst und zu hart machst, dass du das Auto verbiegen kannst durchs Fahren. Und auch zu große Räder. Weil ich kenne manche, die fahren 20 Zoll auf so einem Auto dann. Und das kannst du nicht machen. Wir haben noch Sachen zu tun, ne? Ja. Oder? Ja. Ja, aber die X5-Sache, ne, müsst ihr auch nochmal drunter kommentieren. Also wir fangen an zusammenzubauen. Bis gleich. Weiter im Text in Sachen Lamborghini Diablo. Wir haben unseren Ledergott da. Schönen guten Tag. Hallo. Die habe ich bis jetzt nur auf Fotos gesehen. Ja. Und das sieht live noch viel, viel, viel. Oh, die Türtafel. Das ist geil. Lässt du die selbst machen oder kann man das so bestellen? Lass ich so produzieren. Ach, du hast Boxen reingemacht, ne? Und das ist von dir jetzt, ne? Das war so, das Gitter? Das Gitter ist original. Ach so, okay. Aber ein Lautsprecher war vorher Alpine in tot. In fertig, ne? War nichts mehr über. Okay. Aber Lamborghini Leichtbau ist nichts, ne? Also bei dem Teil auf gar keinen Fall. Das ist schon... Hier, Pony, oder?
Kann ich das mit einer Hand? Geht das? Ja. Alter. Das schon. Warum, ne? Aber ich finde, was wirklich immer wieder geil ist, dieser Retro, nur, das sind nur schräge Streifen. Mach mal so schräge Streifen in den G80 M3 von heute. Ich finde, das simpelste Design der Welt. Aber das sieht so geil aus. Ja, aber was willst du auch sonst mit dieser riesen Fläche? Wie heute, so Steppungen und so Abtrennung und dann ja, machst du hier so eine Line außen, aber das sind nur schräge Striche und das sieht mega geil aus. Aber hast du bei einer normalen Türverkleidung, hast du ja meistens nochmal, so, weißt du, der Griff ist nochmal, hast du nochmal eine Zierleiste drauf. Ja, ja, und dann nochmal eine Naht und dann eine Biese. Genau, dann hast du hier einfach nur so ein Ding. Sattelmeister. War das schwer zu beziehen? Also Sitz war krass. Ja. Sitz war schon, also und das Muster hinzukriegen, es war schon echt interessant. Du meinst das hier? Ja, so alles. Also, erklär mal. Das Ganze, ich hab's hier gehört. Ich hole mir mal eben einen Stuhl, Sekunde. Aber ich würde gerne bei Sitz mal eben reden. Was hab ich gemacht? Bin ich wieder doof? Das kommt mit dem Alter. Bei mir kommt gerade alles mit dem Alter. Was würde ich gerne? Oh, das ist besser. Ich hatte erst wirklich die Gedanken, nämlich den Sitz zu lassen, weil ich dachte, da bin ich ein bisschen blöd, dass man das nicht mehr machen kann, dass man es nicht mehr nachbauen kann. Weil man braucht so einzelne Taschen, die man machen muss. Aber wenn man nämlich genau guckt, ist das ja hier genäht, da genäht, da genäht, dann hier rüber, hier, da und da. Und das muss ja im gleichen Abstand sein, obwohl es sich formt. Und das ist, glaube ich, wo ich dachte, das macht heute keiner mehr. Das heißt, ich kann aber das in jeden Sitz reinbauen. Ja. Wenn du weißt, wenn du weißt, wie es geht. Sitz nehmen und das da reinklatschen so. Prinzipiell schon. Also hier ist es natürlich, dass die Wange und das Mittelpad sind ja zwei einzelne Teile. Du kannst ja eigentlich drunter fassen, ist aber flächig verklebt. Du könntest noch mal. Es relativ. Das hier ist ein Teil. Die ganze Bahn fängt hierhin an, geht bis da. Ein Teil. Macht ja Spaß. Die war ausgelegt, also das ist ja, weil es halt wirklich ein Teil ist, das ist nicht getrennt. Also die ganzen Pads oder so, das ist nicht zusammengenäht, das ist ein Teil. Ach so, Quass. Ja, also das heißt, das ist aber reingenäht, ne? Das Stück hier. Nein. Nee, das hier. Nein. Das hier. Das Alcantara, was du hier siehst, ist dasselbe, was du da durch das Loch siehst. Dadurch ist sie halt so extrem Geduld. Lang. Geduld. Ich glaube, die war insgesamt 1,70 Meter lang ausgelegt. Und dann faltet die sich. Dann faltest du das halt jedes Mal, weißt du, hier ein Zentimeter, da ein Zentimeter, da ein Zentimeter, hier ein Zentimeter, dann musst du halt noch hoch, weißt du, das ist schon irre. Und dann sind hier eingeschoben einzelne Schaumpads. Die schiebst du von dieser Seite rein? Ja, genau. Also bist du happy mit der Farbe? Ja! Ich habe mich in der Farbe umentschieden. Minimal. Ich war im Video, war ja noch die Hardcore-Farbe, die haben wir auch da. Ja. Das heißt, die müssen wir noch mal irgendwann verwursteln. Irgendwo musst du das machen, das ist jetzt Pflicht. Die verwursteln, weil das hier, das war dann, dann hat mich der Mut verlassen, das wisst ihr gar nicht. Wir machen mal eben die Szene noch mal rein. Ich war ja ganz mutig, wo ich bei Naloworks war und wollte diese Farbe. Okay, wir machen den Lila. Perfekt. Ja, wir machen den Lila. Ich packe das jetzt hier einfach weg und wir machen den Lila. Dann habe ich mich umentschieden zu dieser Farbe. Ja. Aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung, weil wenn du jetzt den Wagen so siehst und den Sitz da rein, ist das mega geil und passend. Passend schon, passend auf jeden Fall. Das du kannst prinzipiell da nichts falsch machen, es sei denn, du wirst jetzt rot oder so. Aber rot würde da nicht funktionieren. Nee, nee. Also als es lila kam, ich habe das Video, das habe ich dir geschickt, glaube ich. Ich gehe mal einmal hier so durch. Ja, 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 aber das wäre, glaube ich, boah. Guck auf die Sonne, das war dann fast Wagenfarbe, so gefühlt. Wasser? Aber ist okay. Der Mut hat dich verlassen. Nein, das ist auch okay. Ich muss sagen, mittlerweile finde ich das Grau okay. So am Anfang, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ehrlich, zu langweilig? Ja, weil ich nicht. Was jetzt langweilig nicht? Ich wusste nicht, wie das auf den riesen Flächen wirkt. Aber geil. Weil das Armaturenbrett ist schon groß. Ja, das ist also voll flächig groß. Du hast das war kaum ein großes Alcantara-Tier. So, jetzt bist du auch noch mal da, weil du das hier machen musst, ne? Ja, also wir müssen. Die Säulen sind original. Ganz kurz, guck mal so rein. Also ich glaube, als ich bei Lackwelt das Hauptteil eingeklebt habe, das ja ans Dach geklebt, als ich das gemacht habe, ich so, ist okay, im Auto funktioniert. Ja, ja, ja. Auch ich hatte ein bisschen Sorge, dass das hierzu nicht so richtig funktioniert. Von den Farben? Mhm. Okay. Aber ist okay, ist alles gut jetzt. Nee, finde ich auch. Das ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob man das nachher wirklich sieht, aber das ist ja so ein leichter, du hast einen leichten lila Stich drin. Es kommt darauf an, in welchem Winkel du guckst, ein bisschen lila schimmert es trotzdem. Wo du es sagst, es ist nicht ganz klar grau. Nein. Das ist es nicht. Nein. Es ist schon grau,
Aber das hast du bei Alcantara ja immer. So Alcantara schwarz ist ja nie Alcantara schwarz. Nee. Ja? Und das ganz das Schwärze, was du kriegst, sieht ja auch nicht geil, muss ich sagen, für meinen Geschmack, ich mag das nicht. Das sieht immer falsch aus. Sieht auch immer irgendwie. Das funktioniert bei Japanern, funktioniert das. Da muss man sagen. Okay. Honda ist ja immer tiefschwarz innen drin. Stimmt. Immer. Die Type-R-Dinger haben immer, alles. Die haben schwarze Alcantara. Und da passt es wieder rein, aber ich finde, Alcantara lebt in dieser Marmorierung, die da ist. Also nicht mehr in die Wischrichtung. Es gibt so Sachen, die kriegst du gar nicht weggewischt. Weißt du? Dass das hier so partiell so ein bisschen dunkler ist. Davon lebt es einfach, muss ich sagen. Und das hast du ja bei Dynamica. Hat das nicht. Warum haben die diese Dynamica ins Leben gerufen? Also Audi, ne? Ich weiß es nicht, ich möchte da jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, das hatte mit produktionstechnischen Gründen zu tun bei Alcantara. Es gab vor 3-4 Jahren mal so eine Situation, die hat mich selber betroffen, ich habe ein Auto angefangen, Material zu wenig, beziehungsweise viele Sachen noch geändert, dadurch mehr Alcantara, musste nachbestellen und dann gab es das Alcantara nicht mehr. Das sah aus wie Dynamica, aber das war kein Alcantara. Da hat irgendwie, meines Wissens nach, Alcantara Produktion umgestellt, um ein bisschen ökologischer zu werden. Und das hat halt nicht funktioniert. Und, was ja auch wirklich verrückt ist, ist ja wie bei Tempo, Alcantara heißt ja die Marke. Die Marke heißt Alcantara, ja. Genau, weil jeder Mensch sagt, ich nehme Alcantara, aber dabei haben die das, ich weiß nicht, ob das kluges Marketing war oder nicht, aber dabei sagen wir die ganze Zeit nur diesen Markennamen. Also vom Branding ist das ja schon gut. Ja, das ist schon echt gut. Ich hätte gerne Alcantara, du sagst jedes Mal den Markennamen. So wie Tempo. Aber Alcantara ist halt eine ganz normale Mikrofaser. Eine sehr besondere Mikrofaser. Und da muss auch ganz ehrlich sagen, es schafft halt keiner, das so hinzukriegen. Das funktioniert nicht. Oh, da freue ich mich. Boah, geil. Wir haben uns ja dagegen entschlossen, den Stier drauf zu machen. Mhm. Weil da war ja eigentlich Kopfstütze und Lenkrad. Ich glaube, ich hätte eine eigene Laser, glaube ich, auf der Kopfstütze. Mhm. Aber ich habe es probiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es probiert, ihn zu lasern. Das Problem ist, dieser Stier lebt von der Kontur. Und wenn du das laserst, hast du das. Dann hast du es nicht, ne? Das ist einfach bloß ein schwarzer Fleck. Okay. Es war ganz gut, dass du es nicht gemacht. Okay. Ich glaube, wenn das Teil auch noch drin ist, dann ändert sich auch noch eine Menge. Das ist genauso. Überleg mal, wie groß dieses Teil ist. Ich meine, da hängt ja auch ein Getriebe drin, ne? Also hier ist ein Getriebe drin quasi. Also nicht direkt 1:1, aber dann da drunter. Sollen wir das mal drauflegen? Ich wollte gerade sagen, ich sehe kein Getriebe hier. So, ich gehe mal so rein. Ich mache so. Na, passt nicht, doch, hinten hoch. Genau so. So ungefähr. Was wirklich verrückt ist, wenn der leer ist, sieht der Innenraum ja noch einigermaßen bewohnbar aus. Ne? Umso mehr Teile du reinmachst, denkst du dich jedes Mal, wie passt da überhaupt ein Mensch rein? Jetzt ist das Ding auch noch drin, dann kommen die Dinger da auch noch rein. Und dann sagst du, gute Fahrt, weißt du? Viel Spaß, was? Diesen Himmel hier einzukleben, ist wie schön das war. Warum? Also wegen eng? Knie dich da mal rein. Ja, da geht's. Und versuch mal vor über Kopf einen Himmel einzukleben. Ja. Geil, bist du zufrieden? War eine Menge Arbeit. Ja, also ne? Gerade so die Aluteile, das war eine Herausforderung. Oder halt diese Spalte hier kleiner zu kriegen. Die waren ja so riesig durch den Keller. Ja, ja. Was macht man dann? Sämtliche Löcher aufgeweitet, weiter angeschoben, weil das Teil ist mit dem Teil verschraubt. Hier ging das noch. Ja, A-Säulen waren komplett krumm. Das Alu, das war halt alles verbogen und billig. Das war ja, so haben wir ja gesehen, glaube ich, in den Aufnahmen. Das war ja wie so eine, dann so viel abgedeckt, ne? Also das ist alles durcheinander. Ja, das ja, bloß bei dem Teil, das ist halt schon sehr verbogen. Das würde ich hier oben schon einmal richten. Das mache ich selber. Wie eine dickere Alufolie. Oder hier Beifahrerbereich hier unten, der stand so gefühlt so raus. Das hast du aber so, wenn das Ding lag, nicht gesehen. Als es auf dem Tisch hing, ist, oh Gottes Willen, da gehört das gar nicht hin. Okay. Geil. Okay. Also hier ist halt wirklich, hier kannst du nicht einfach irgendwie anfangen, wie bei jedem anderen Oldtimer. Hier musst du kurz mal drüber nachdenken, was du hier machst. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wir haben ja schon mehrere Projekte gemacht. Wenn ein Kunde jetzt zu dir kommt und will genau das, was kostet das? 13, 15, irgendwie sowas. Mit Material natürlich. Geil. Es ist halt immer abhängig vom Zustand. Ja. Also wie viel Kleber ist drauf, das hat man ja wirklich gemerkt. Sehr viele Teile, sehr, sehr viel Kleber drauf, manche Teile fast gar nichts. Ja, es kam ja auch schon einiges hoch. Und dann hast du halt viel, viel zu tun mit, du schleifst hier, du schleifst da, du bereitest das vor. Und gerade bei den Aluteilen. Aluteile, die mussten halt vorbehandelt werden. Mit Edge-Bäumer, damit unser Kleber darauf hält. Aber sonst will das einfach, du machst den Kleber drauf, tust Leder drauf und dann rutscht einfach weg. Ne? Das war ja beim Original, das hatte ich ja damals gesagt, ja. Du kannst es einfach abziehen. Der Kleber hält halt auf diesem Alu halt einfach gar nicht. Du hast ja keinen Halt. Da kannst du anschleifen, was du möchtest, der verbindet sich damit nicht.
Na, das heißt halt, du musst halt. Okay. Aber das hast du halt bei aktuellen Autos ja auch. Du musst ja bei aktuellen Autos ja trotzdem grundieren, dann beschleifen, muss grundieren, damit diese ganzen Kunststoffe, kriegst du da keine Haftung. Funktionieren, ne? Okay. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr. Amando, ich glaube, jetzt haben wir alles da. Das heißt, die Außen jetzt hier, die willst du umlegen und dann schneiden, ja, ne? Ich klebe die jetzt einmal an der Karosse, ich pette mir das jetzt ganz leicht an. An dem Lack, sagst du, ne? Ja, ja. Du pettest quasi jetzt den Lack an, ne? Christian wird's lieben. Also er pettet jetzt quasi den frisch lackierten Diablo an. Bis gleich. Ja, ganz gleich. Ja, genau. Tschüss. Das ist nicht so geil, das habe ich vergessen. Oder? Passt irgendwie nicht so, ne? Nee, das müssen wir nochmal machen hier, die Fußmatten. Der Zusammenbau dauert deutlich länger, Amando, als gedacht. Wir sind heute bei Tag 6. Das ist krass, weil Türen ziehen sich doll. Ich würde sagen, eine Tür, wenn man ganz ehrlich ist, anderthalb Tage, oder? Mhm. Ja. Pro Tür. Das ist lang. Und ja. Das ist wirklich, wirklich super aufwendig. Super viele Kleinteile, super viel Einstellung, die Türen sind noch nicht mal drin. Jetzt müssen wir die Seitenteile vormontieren. Seitenteil mit Schweller. Wird jetzt in einem Zug hier zusammengesetzt. Und dann sollen wir mal einen Seitenteil vielleicht schon draufhalten noch? Dann kann man ja schon mal sehen, wie das auseinanderbricht. Und dann können wir sehen, wie geil das Blech sich verformt, weil das GFK dranhängt. Und wir freuen uns tierisch. Und dann läuft der Abspann. Wäre das nicht eine Idee? Super. Das wäre eigentlich ein Knaller, ne? Was noch krass ist, wir haben immer drüben gesprochen über die Zerbrechlichkeit, aber stell dir mal vor, du krachst hier drauf. Ich rede ja immer wieder drüber, ne? Aber wenn das so ab ist, dann ist das eigentlich echt Schiss so, weil das ist der Treibstofftank hier. Brennt. Und nebenbei, der Treibstofftank, das ist der Krümmer. Krümmer heiß und hier Treibstofftank. Ist gut. That's how you do it. So, wir machen eben noch den Ölkühler in Position, weil da kommst du relativ schlecht dran, wenn der... Hatten wir den geschweißt jetzt? Nein, ne? Ist gar nichts passiert. Meintest du, da kommen wir hinterher noch gut dran? Also lassen wir jetzt mal gut. Ja, da kommt man auch dran. Wir lassen ihn jetzt so und legen jetzt mal das Seitenteil drüber. Der Mann hat oben schon abgetaped. Dann legen wir das, die ganze Seite des Autos jetzt drüber. Wie wird nochmal der Schweller vorne festgeschraubt? I like this a lot. A lot. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das gleich wird. Das wird echt spannend. Ne? Und wenn das Bericht ist, gut. Nochmal so einen kleinen Cliffhanger so zum Ende des Videos. Nicht gut. Wir machen einfach selber so einen Knick-Soundeffekt rein und jeder denkt, es ist gebrochen. Und dann kommt Outro. Nein, nein. Vorsicht. Jetzt wollen wir auf die Kabel stoppen. Der muss da drüber gucken, ne? Ist das richtig? Der muss über den Rahmen. Der muss über den Rahmen hier. Drüber? Genau. Nee, dann ist das nachhört. Hey, lass uns das mal hier rausmachen. Zurück. Jetzt habe ich. Okay, kannst du das mal so halten? Dann versuche ich die Ansaugung mal da rein zu. Die ist da sogar drin. Nach hinten, ne? Ja, oder? Jetzt haben wir. Ah, jetzt. Guck mal, geht doch. Ein bisschen Gefühl. Ah. Bisschen Liebe. Dieser Passgenauigkeit. Aber guck mal hier. Ja, guck mal. Ein bisschen nach vorne noch. Hier ein bisschen klopfen, da ein bisschen klopfen. Ich habe so einen kurzen Herzstillstand von dir mitgekriegt. So. Kannst du den Schweller mal drauflegen, bitte? Das passt echt, ey.
Guck mal, sagt er. Guck mal. Aber ist das krass, die Italiener haben es echt drauf, ne? Du legst dieses Teil da drauf und sofort steht ein Auto. Das sieht doch gut aus mit den Rädern. Ja. So lassen. Ein, zwei Distanzscheiben und dann passt das. Okay. Porn vom Innenraum noch, ne? Mhm. Okay, tschüss. On top of the money, on top of the wave, on top of the team, on top of the days, on top of my purpose, I do, I create. Y'all wanna copy, but we're not the same. Sometimes, man, it can be dark. Sometimes, man, it can be scary. Sometimes you still gotta push on and just do what is necessary. You need that mindset, dog. Yeah, just like a mercenary. You just gotta go push on.